Hallihallo und herzlich willkommen zu den JSV News. Aufgrund der Corona-Pandemie-Lage und aus Sicherheitsgründen wird das Folgende gezeigt aus den eigentlichen Aufnahmeorten. Bei uns in der Halle und unter freiem Himmel. Viel Spaß beim folgenden Beitrag. Mein Name ist Natale Morone. Ich bin seit über 30 Jahren Taekwondo-Trainer, seit 20 Jahren jetzt mittlerweile in TuS Warstein, der Abteilung Taekwondo, die ich gegründet habe. Wir haben unser 20-jähriges gefeiert, leider nicht mit allen Mitgliedern durch die Pandemie, haben wir das auf unbestimmte Zeit nach vorne geschoben. Ich bin Trainer B-Lizenzträger, Übungsleiter-Lizenzträger vom Kreissportbund und DOSB und seit über 20 Jahren auch Bundeskampfrichter für Deutschland tätig. Sehr cool. Mit dem ganzen Trainingsausfall der Pandemie, mit was für Erwartungen bist du erstmal an die Prüfung gegangen? Also ich weiß, dass die Situation allen betrifft. Ja? Die Schwierigkeit ist bei allen Trainern und allen Schülern gleich. Vielerorts haben sie Online-Training gemacht. Ja? In unserem Fall haben wir das auch dieses Jahr gemacht, 3 Monate lang. Aber es ist nicht dasselbe Training. Und da die Möglichkeiten jetzt geboten sind, in den letzten Wochen das zu machen, mit dem Partner auch zu üben, weiß ich, dass die Schwierigkeit auch zwischen den Schülern auch ist. Ja? Wenn man keine Bezugsperson hat, keinen Abstand, kein Gefühl für den Partner hat. Das hat aber heute bei der Prüfung sehr gut geklappt und es kann nur besser gehen. Welche Hoffnungen haben wir dann für die Zukunft? Wird das sich weiter steigern? Ist die Prüfung vielleicht unter dem Gesichtspunkt der Pandemie einfacher abgehalten worden? Warst du weniger streng oder war das eine Prüfung, die so auch außerhalb der Pandemie mit entsprechenden Kommentaren hinterher bewertet worden wäre? Also ich würde die Prüfung gerade heute im Zeitpunkt gleich bewerten, weil man sollte keinen Unterschied machen. Prüfungen, die online stattfinden, die sind auch erlaubt mittlerweile, Kopf- oder Darmprüfung, sehe ich differenziert. Weil wenn ich das online mache, dann bin ich sozusagen in meinem geschützten Bereich, ja, mit meinem Partner, in meiner Halle und habe dann nicht das Feeling, wo ich jetzt woanders bin oder mit mehreren Gegnern oder Partnern, die ich sonst gar nicht so habe. Deswegen ist das Level so praxisnah am besten. Und ich denke mal, dass wir in Zukunft auch langsam dahin kommen. Wir müssen nur einige Hygieneregeln beachten, Abstand dementsprechend, ja, einhalten und was anderes können wir eigentlich nicht mehr bessern oder verbessern. Das ist doch auch mal direkt ein gutes Schlusswort. Vielen Dank für die Zeit. Vielen Dank, bleiben Sie gesund und alles Beste. Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Dankeschön. Die Prüfung ist jetzt vorbei. Warst du passend vorbereitet, trotz Corona-Pause? Ich würde sagen, auf jeden Fall, mein Trainer hat das sehr gut uns vorbereitet. Vor allem auch dadurch, dass ich jetzt einen Lehrgang hatte, der von JSV ja auch gesponsert wurde als Übungsleiter, weil ich auch Jugendtrainer bin. Trotzdem haben die Trainer mich auch nach dem Training, wenn ich wollte, etwas länger da behalten, nochmal extra auf meine Form geguckt etc. Und ich würde auch sagen, auf die anderen Prüflinge waren auch alle super vorbereitet. Ich meine,
die haben ja auch bestanden. Dementsprechend, was will man mehr als Belohnung oder als, ja, wie soll ich sagen, Bestätigung? Ja, stolz auf euch sein könnt ihr auf jeden Fall. Jede Prüfung ist eine besondere Herausforderung. Und dein Gefühl jetzt, hätte es besser laufen können? Es hätte auch besser laufen können, weil ich muss auch bedenken, es war jetzt ein Jahr Pause, ich war etwas ungedehnter, ich war auch etwas von Kondition her etwas nach hinten oder hinterher, als zu meiner Bestform. Aber trotzdem würde ich auch sagen, für die Bedingungen war es optimal gelaufen. Ja, das freut uns. Dann wünschen wir dir für den weiteren sportlichen Weg noch viel Erfolg und viele neue Gürtel und viel Erfolg auch beim Kinder- und Jugendtraining. Dein neuer Gürtel wird die Kiddies mit Sicherheit auch neu motivieren. Das hoffe ich zumindest. Und Dankeschön. Das waren für Sie die JSV News. Bitte folgen Sie uns auf unseren Social Media Kanälen. Lassen Sie einen Like da, abonnieren Sie den Kanal und drücken Sie die Glocke, um auch wirklich keine Videos mehr zu verpassen. Bis zum nächsten Mal.